Leute, und willkommen zu meiner dritten Woche in Korea. Wir haben hier wie immer unseren wöchentlichen Großeinkauf gemacht, auf dem Weg erstmal einen Real-Life-K-Drama beobachtet. 안녕하세요. Diese Woche hatten wir ziemlich schlechtes Wetter und deswegen haben wir uns mit ein bisschen Ramen aufgemuntert. Neben Uni haben wir noch ein bisschen produziert. Auf einmal kam die Sonne wieder raus. Ich liebe Überraschungen. Nachdem wir ein paar Erledigungen im Hauptgebäude gemacht haben, waren wir das erste Mal in der Kantine essen. Bei unserem Glück wurden wir dann eingesperrt, kamen aber durch die Hintertür raus und es war so eine schöne Aussicht. Am Wochenende sind wir dann wieder nach Gangnam gefahren und es ist zur Routine geworden, dass wir uns erstmal in ein Café setzen, sobald wir ankommen. Letztes Mal hat uns der Buginsa-Tempel so überwältigt, dass wir ihn uns nochmal angucken wollten. Es war so ein krasses Gefühl, die Statue in echt zu erleben. Ich hatte sie nämlich nur auf meinem koreanischen Lernbuch gesehen und jetzt stand ich einfach davor. Danach waren wir noch bei dem Gangnam District und haben uns die Statue of Gangnam Style angeguckt. Die Area hat wirklich so viel zu bieten. Sie ist wie die koreanische Times Square und man weiß nicht wirklich, wo man zuerst hingucken soll. Am nächsten Tag waren wir wieder in Hongdae und es war diesmal Namjoons Geburtstagswoche. Wir sind dann noch innen in das Soup Pop-Up Store gegangen und sind am Abend endlich zum Han River gefahren. Davon träumen wir nämlich schon seit langer Zeit und obwohl das Wochenende sehr gefüllt war, war das die beste Entscheidung. Han River at Night ist einfach ein anderer Vibe. Man fühlt sich irgendwie nostalgisch, als wäre man schon hier gewesen. Auf einmal wird man ganz sentimental, stellt sein ganzes Leben in Frage. Man fühlt sich frei und will hier nie wieder weg. Natürlich ist Chicken und Bier am Han River eine Tradition, also haben wir es in vollen Zügen genossen. Ich kann euch diesen Moment gar nicht richtig beschreiben. Es war eine Mischung aus Sehnsucht und purem Glücksgefühl. Wie immer, ich bin unendlich dankbar, dieses Erlebnis mit meinen Soulmates und vor allem euch teilen zu dürfen. Bis dann. Ciao.